Hallo, heute endlich das Video zu meinem Auslandsaufenthalt. Der Grund, warum ich das so lange nicht gemacht habe, ist, dass es einfach noch nicht definitiv war und ich ganz lange bangen musste und just heute die Zusage für ein Zimmer bekommen habe, ungefähr eine Woche bevor ich fliege. Also das ist echt total verrückt und ja, es gab sehr viele Komplikationen und deshalb habe ich einfach noch nichts darüber sagen wollen. Aber ich nenne jetzt mal so ein paar Fakten. Also ich gehe von meiner Uni aus in eine Partnerstadt und zwar nach Seoul, Südkorea. Das klingt für die meisten total krass und es ist, denke ich mal, auch sehr krass. Ich studiere ja Anglistik und uns wird sehr nahegelegt, ins Ausland zu gehen, eigentlich ins englischsprachige Ausland. Und England, Irland und so kam für mich nicht so in Frage. Und Amerika waren die Universitäten jetzt meiner Meinung nach nicht so toll oder beziehungsweise in Regionen, was die für mich irgendwie nicht interessant sind, also ganz oft in so kleinen Städtchen weit weg und das wird dann auch sehr teuer zu reisen und so weiter und einfach hat mich einfach nicht so angemacht. Während als ich das gesehen habe, die Universität mich da total schockiert hat im positiven Sinne, weil ich auch mal überlegt hatte, so Japanologie oder so zu studieren, ganz vor vielen Jahren und einfach ganz interessiert bin an diesen anderen asiatischen, südostasiatischen Kulturen und ich das ganz spannend finde und ja, habe mich dann dafür entschieden. Ich werde vom 1. September bis Ende Dezember dort studieren und werde dann danach hoffentlich noch ein bisschen durch Asien reisen können, wenn das Geld reicht und ja, bin dann Anfang nächsten Jahres wieder in Deutschland. Das heißt, hier und auch nicht in meinem studentischen Zimmer wird es keine Videos mehr geben. Und ich möchte mit diesem Video aber auf jeden Fall nicht sagen, dass es das war, sondern wie ihr hoffentlich sehen könnt, habe ich eine neue Kamera. Das wird schon sehr oft angefragt. Leute, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich vor 3 Jahren schon eine ganz tolle Kamera gehabt, aber ich habe einfach das Geld nicht gehabt. Und ja, jetzt habe ich es und diese Kamera werde ich nutzen. Das Konzept, was ich mir überlegt habe, ist, dass ich weiterhin solche Videos wie jetzt drehe, nur wahrscheinlich eben nicht mehr mit Drogerieprodukten, die ich zeige aus Deutschland, sondern natürlich auch internationales. Aber vor allem möchte ich diese Day in the Life Videos drehen, so Vlog-mäßig. Also Dinge aus meinem Leben, wahrscheinlich in der Perspektive, wo man mich dann nicht so viel sieht, sondern eher das, was ich sehe, weil ich das einfach für mich total spannend finde und ich auch euch einfach mitnehmen will auf diese Reise und euch zeigen will, was ich erlebe, wie die Kultur da ist, wie es dort einfach ist zu leben. Und ich hoffe mal, dass das für euch spannend und interessant ist und dass wir das zusammen erleben und dass ihr mir treu bleibt und mich unterstützt. Und ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Am 27. August fliege ich los. Ich weiß nicht, ob bis dahin noch andere Videos kommen. Es ist halt in letzter Zeit sehr, sehr stressig, wie ihr euch vorstellen könnt. Und ja, was gibt es denn noch zu sagen? Also von September bis Dezember bin ich auf jeden Fall am Studieren. Ich bin in Seoul. Ich werde weiter Videos drehen. Ich habe eine neue Kamera. Ja, das ist eigentlich so im Grunde genommen das Wichtigste. Wenn ihr noch Fragen habt diesbezüglich, stellt es gerne in den Kommentaren als Frage und dann versuche ich alles zu beantworten und dann bis zum nächsten Mal.